Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir sind natürlich hier letztens stehen geblieben bei Cleo, die uns eine Quest geben wollte. Aber jetzt guckt sie mich nicht mehr an, weil ich die nicht annehmen konnte. Ich habe extra zwei Quests aufgegeben, weil waren ja nur Nest-Quests und sowas in der Art. Und ich gehe nicht von aus, dass ich nochmal Nest gehen kann, muss und will. Deswegen werden wir das jetzt so machen. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, was wir jetzt gemacht hätten. Deswegen wird mal wieder nichts angezeigt, das Übliche. Wir gehen aber nach Adelia zurück. Denn wir können jetzt, nachdem wir die Quest angenommen haben, uns eigentlich unserem normalen Tagesziel wieder widmen. Und das normale Tagesziel, das sind natürlich die WDH aus. Und deswegen gehen wir WDH hisieren. Was sagen die Rollen eigentlich? Die hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, erst aufgelegt. Jo, alles noch gut. Und dann gehen wir mal los. Die Giraffen, die warten doch schon auf mich. Die haben doch keine Langeweile sonst und so und überhaupt. Und hast du nicht gesehen? Hopp. Hopp. Ne? So, da lang. Genau. Okay, okay. Ach ja, so ist das, so ist das. Wieder leichter Leck. Ist schon wieder unterwegs hier. Ist möglich, wer weiß. Oder es war halt einfach nur ein normaler Verbindungsleck. Kann auch sein. So. Mir ist gerade nicht aufgefallen, dass sie hier so eine Aura haben. So eine Nebelschwaden, die Bäume. Aber auch nicht schlecht. Ja, so ist das. Man entdeckt immer was Neues. Und was Neues ist immer was Schönes. Meistens zumindest. Gehe ich einfach mal von aus. Auch hier Kahal-Ebenen haben wir doch einiges zu tun. Was ist das ja eigentlich von den Dingen? Spera. Oh, ja. Taikins Garten. Auch cool. Ja, also es gibt ein paar Sachen, die man hier auch in den Ebenen sieht. Meine Güte, bin da gerade erst aufgestanden und jetzt immer noch müde. Das ist, na gut, 8:41 ist normalerweise nicht meine Zeit. Normalerweise bin ich ja ein Langschläfer, aber ich konnte heute einfach nicht mehr schlafen. Naja, was soll's? Was muss, das muss. Deswegen habe ich gedacht, ach scheiß, stehst du auf, machst in aller Ruhe die Fiesta-Folge. Und dann, ja, hast du in aller Ruhe die Fiesta-Folge. Dann muss ich nochmal gucken, wie es mit den Livestream-Geschichten aussieht. Denn die blöden Livestream-Sachen, also was heißt die blöden, die Livestream-Folgen, die ich nochmal hochgeladen habe, die ersten zwei gingen wunderbar und die anderen zwei stehen immer noch auf wird bearbeitet. Das heißt, da ist wahrscheinlich mal wieder ein YouTube-Fehler drin. Das heißt aber, die für heute ist da, das ist schon mal keine Gefahr. Ansonsten für die anderen muss ich mal gucken, da warte ich am besten nochmal bis heute Abend. Wenn das immer noch auf bearbeitet steht, lade ich sie nochmal neu hoch oder sowas. Wäre vielleicht die schlaueste Idee. Dann gibt es keine Probleme. So. Ja, YouTube hat in letzter Zeit allgemein ein paar Sachen. Da habe ich auch ein paar Videos, die, sagen wir mal, kein Thumbnail anzeigen und sowas in der Art, aber trotzdem eigentlich bearbeitet sind. Also ich denke mal, da sind irgendwie mal wieder ein paar Datenbankfehler da. Aber naja gut, da müssen wir dann halt durch. Wird wahrscheinlich dann auch so sein, dass ich die neu hochlade. Weißt du was, ich mache das dann gleich nach der Folge. Arschgeleckt, fertig ist es. So, also gleich nachdem ich diese Folge hier hochgeladen habe, so ist richtig rum. Anders macht es keinen Sinn. So, jede Menge Zeug bleibt liegen, natürlich, wie immer. Aber die lasse ich erstmal liegen, weil, das Inventar müllt mir auch so wieder zu. Muss echt schon wieder Zeugs umlagern. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das auch danach. Ich meine, ich bin heute früh dran, ich habe ein bisschen Zeit. Wäre eine Maßnahme, die machbar wäre. Muss mal gucken. So. Und hepp. Und floink. Also den müsste ich mal Stände aufkaufen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich das Zeug, was ich habe, einfach verkaufen. Arschgeleckt. Wird jetzt alles verkauft, weil ich habe genug von allem. Außer vielleicht die Stäube. Die Stäube, da habe ich nicht genug. Habe ich jetzt nämlich also angefangen mit herstellen. Das heißt, da kann ich noch ein bisschen was reinhauen. In dem Fall kann ich aber auch hier so machen. Okay. Ab und zu mal hier rein. So, für die Wände. Was ist getroppt? Goldbahn. Ja, ganz toll. Hat es jetzt gebracht. So, okay. Komm, halt mal um hier. Ich will hier Feierabend machen. Dass die mich noch nicht gestunt haben, also geblindet haben, ist schon interessant. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Der hat nur den Kopf nochmal hochgeregt. Ich dachte, da wäre einer in den Boden geglitscht. Das sah jetzt so komisch aus. Komisch, komisch. All Bedrohung des Übergangslagers. Ja, sehr schön. Nächste Runde, nächstes Glück. Ja, das läuft doch. Bin zufrieden. Heute schaffen wir definitiv die nächsten Prozent. Das heißt, es müssen 70 dann sein, ne? Ja, genau. Und ja, dann geht's schon mit großen Schritten
oder klein, je nachdem, wenn man sieht, in Richtung Level 113. Finde ich cool. Ich freue mich. Dunkle Kräuterli. Ja, muss ich auch mal bei Gelegenheit wieder sammeln. Einfach mal so just for fun nebenbei. Huch, jetzt bin ich doch mal geblindet worden. Stand jetzt die ganze Zeit drumrum. Wahrscheinlich, weil ich hier jetzt einen normalen Leibhuhn mit dabei habe. Und der kann das und die Babys nicht. Möglich? Babyleibhuhn, Babyleibhuhn. Ne, sind alles Babys. Okay. Theorie widerlegt. Naja. Ist nicht so schlimm. Muss ja nicht immer recht haben. Wäre ja auch viel zu langweilig, wenn ich immer recht hätte. Rechts vor links gilt. Ist im Straßenverkehr nur normal. Ne? Und dann hätte ich ja immer Vorfahrt und das wäre doof. So. Ja, 10%, also ja, 30%, also jetzt 10 Stück haben wir mittlerweile schon wieder fertig. Geht ja nicht mal unschnell, was mir gerade erst auffällt, die haben ein Blatt auf dem Kopf. Sieht cool aus. Gefällt mir. Die haben ein komisches Gesicht. Eher wie ein Hund, ein hässlicher. Aber ein Blatt auf dem Kopf. Naja, warum nicht? Also. Ein Blatt mit einer Pflanze auf dem Kopf, Wallera. Da kriegen sie was oben auf dem Top, Wallera. So, 18 von 30. Ja, es läuft. Ich freue mich endlich bald wieder schon wieder Level Up zu haben. Und ist ja eine schon wieder, weil so lange ist das nicht her, das letzte Mal. Also es geht schon vergleichsweise fix hier. Klar, ich könnte immer noch schneller sein, schon allein wenn ich Gruppe hätte und sagen wir mal mehr Leute da wären und dieses und jenes. Aber ich muss doch nicht schneller sein, ne? Auch könnte ich sagen, ja okay, ich mache keine normalen Quests mehr, lass die einfach liegen. Mach nur WDHs, mach sie nur dann, wenn ich sie notwendig habe. Will ich aber auch nicht. Ist da auch. So. Das reicht eigentlich von den Möpfeln, die ich am Hintern habe, wenn da kein normaler dabei war. So, ne? Warte ich mal kurz und gehe mal hier hin. Mhm. Falling down, Junge. Fall um. Ja, so genau. Da. Wisp in den. Quest annehmen. Okay. So. Nächste Runde. Nächstes Glück. Los geht's. Übrigens, wir haben es jetzt geschafft. 70%. Wuhu. Ja, ich run away. Genau, das mache ich die ganze Zeit hier schon. Ich run away. Und hau dabei die Leibhuhns. Ja, ich weiß. Ich sollte aufhören zu singen. Das gibt immer die Abonnenten bestimmt. Ja, ein Musikchannel bin ich nicht unbedingt. Aber das macht ja nichts. Dafür bin ich ja auch nicht zuständig. Ich will zocken, keine Musik machen. Zocken, zocken, zocken. Zocken krieg ich die Pocken. So, 4 und 30. Sehr schön. Mhm. Bei dem, Bududelilum. 7 von 30. Ich freue mich, es geht voran. Lalalalalalalala. 9 von 30 Leuten. Und da tue ich Leibhuhns häuten. Oder so ähnlich. Ja, momentan, wie gesagt, Samstag, morgen geht's wieder auf Arbeit. Da habe ich Frühschicht. Ich weiß nicht, Mittelschicht. Normalerweise würde ich ja nur eine Folge machen. Ich bin schon am Überlegen, weil ich ja jetzt hier, relativ früh aufnehme, einfach noch eine zweite hinten ranzuhängen. Andererseits. Seht ihr ja, ich habe gerade Gesprächsthema und deswegen ist es vielleicht besser, das da nicht zu machen, damit ihr morgen auch schön unterhalten werdet, weil das muss ja auch mal sein. Wahrscheinlich zu früh zum Sprechen. Ja, zu früh zum Sprechen. Sowas. Kann nur mir passieren. Ich sitze hier übrigens mit geschlossenen Augen und laufe hier einfach so. Das heißt, wenn ich mich blinden, ist mir eh egal. Ich kenne ja den Weg. Ich habe ein Navi an. In der nächsten Ausfahrt bitte links. Okay, jetzt. So. Siehst du, klappt gut. Und natürlich schätze ich anhand der Todesgeräusche, die ich überhaupt nicht höre, wie wann ich die nächste Quest abgeben muss. So bin ich. So, ich schätze zum Beispiel, müsste ich jetzt genug Leibhuhns hinten am Hintern haben, um das wieder hinzubekommen. Guten Morgen, Kompol PvP, sagt Imhotep. Warte mal.
guck ich mal. Moin. So. Warte, ich guck mal rein. Dann kann ich dir antworten, ob ja oder nein. Martian Dreams ist drin und Imhotep. Ja, sind momentan nur zwei und es dauert noch ein bisschen, bis die fertig ist, glaube ich, ne? 8.55 Uhr, Anfangszeit. Wie spät haben wir es? Ja, 5 Minuten. Nee, heute nicht. Heute nicht. Guck mal, sorry. Nächstes Mal wieder. Weil, ich weiß, bekommst du mehr XP wie die WDH, aber wie gesagt, ich will halt wirklich die Folge beenden. Wobei, ja doch, bekommt man schon mehr XP, aber wie gesagt, letzten Endes, es ist halt immer schwierig, wenn nur wenige Leute in der KQ sind. Ich weiß, dass Martian Dreams ja, glaube ich, mitmacht, oder ich glaube, Imhotep wird sich ja auch verhauen, aber, ja, genau. Ja, eben, aber wie gesagt, zu zweit ist halt immer ein bisschen doof, ne? Blub. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich so oft verhauen werde, dass ich hinten unter Martian liege. Nee, nächstes Mal. Versprochen. So. Ja, wie gesagt, es sollten schon ein paar Leute mitmachen. Es bringt ja nichts, wenn dich nur zwei kloppen. Aber nächstes Mal. Ich verspreche es. Ich weiß, ich könnte jetzt ein bisschen schneller oder könnte vielleicht ein bisschen was machen. Aber letzten Endes bringt ja alles nichts. Ist ja egal, finde ich. Weil wie gesagt, das Level, die Levelgeschwindigkeit ist doch Wurst. Wir sind relativ schnell unterwegs. Es ist nicht schnell oder nicht langsam genug, als dass ich demotiviert werde. Und es ist auch nicht schnell genug, als dass ich demotiviert werde, so dass wir gemütlich arbeiten können und dass ich mich nicht selbst unter Druck setze. Und deswegen immer mit der Ruhe, Leute. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. In der Truhe liegt der Saft. Nie nicht fertig. So, lauter Schreibfallerei. Habe ich da gar nicht mehr drauf geguckt. Oder habe ich die Quest überhaupt nicht angenommen? Das kann natürlich auch sein. Nee, doch, angenommen ist er. Die ist nur fertig. Mhm. Na gut, dann halt mal alle um hier. Ich muss hier Quest abgeben. Jo. Das war Nummer 1. Nummer 2. Stimmt. Und du noch. Dankeschön. Verfügbar. Quatsch. Hierhin. Belohnung. Mhm. Sim. Deine Laborquests müssen wir demnächst auch mal in Angriff nehmen. Einverstanden. Guck mal. Du kannst mich ja mal über Discord anschreiben. Man, dann machen wir einen Termin. So, dann passt das. So. Vorausgesetzt, du bist in Discord. Wenn nicht, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Da kannst du dich auf meinen Discord so mitbegeben. Schreib mich dann am besten an. Ja, du gehörst zu Fiesta oder sowas in der Art. Damit ich dich dann für den richtigen Channel freischalten kann. Und das gilt natürlich auch für alle anderen. Nicht nur Imhotep. Ja. Dann wird es Zeit, dass du upgradest. Dann wird Zeit, dass du upgradest. Nee, wie gesagt, DS und Discord ja, haben Vor- und Nachteile alle beide. Aber ich bin momentan mit Discord ganz zufrieden. Ich habe zwar TS auch noch installiert. Allerdings, wie gesagt, da fehlt halt die Chat-Funktion. So. Habe ich eigentlich angenommen wieder? Das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 7, doch, habe ich. Habe ich definitiv, denn sonst hätte ich 8 Quests. Sehr gut. Oh, und ja, geht auch. Flup, flup. Ja, wie gesagt, letzten Endes, dass diese Einladung gilt natürlich nicht nur für Imhotep, die gilt für euch alle, denn jeder von euch, der Lust hat, kann natürlich auch bei mir auf den Server joinen. Wie gesagt, mich einfach anschreibseln, sobald ihr dann da seid und dann werdet ihr für das entsprechende freigeschalten. Und ja, ich hoffe mal, dass da reichlich Besuch mit vorbeikommt. Und wenn nicht, dann nicht. Auch nicht so schlimm, sind ja schon ein Haufen Leute da.
Jede Menge, muss man sagen. Also ich bin angenehm überrascht, da sind immer so 30 Leute. Ich schreibe zwar nicht immer alle mit oder nicht viele, aber das ist ja normal, wie in jedem Forum beispielsweise. Es gibt viele Leser und viele Schreiber und die einen kommen da mal vorbei und die anderen nicht. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Es wird immer geschreibselt, es ist immer was zu tun. Und hier und da sind auch immer mal, wenn auch zwar immer dieselben Leute, immer in den Sprachchanneln unterwegs. Wenn ich da bin, meistens nochmal ein, zwei mehr. Bei den Livestreams kommen auch ab und zu mal Leute vorbei. Das ist doch toll. Ich freue mich. So. Und laber nicht so viel Unsinn immer. Das kann ich mir nicht abgewöhnen. Das wird nichts werden. Da muss ich dich leider enttäuschen. Davon lebt dieses Let's Play. Von meinem Unsinn. Da kann ich leider nichts. So. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das eine hinten ein Leibhund oder ein Baby? Der hat gerade so Kumpel, nee, müsste ein normaler sein. Der hatte nur eine andere Vergiftung drauf. Okay. So. Sonst kommst du nach Rodewisch. Ja, da, vielleicht wohne ich da schon längst. Vielleicht habe ich da schon eine Zimmerwohnung. Wer weiß. Ein bisschen Wahnsinn in der Welt. Das kostet doch viel Geld. Nee, Wahnsinn muss sein. Wahnsinn fetzt. So, 25 von 30. Sehr schön. Blub. Ich schreibe ihm dann gleich zurück. Dann geht's dann sehen wir weiter. Ne? Das mache ich aber offscreen. Weil, dann schaffe ich diese Runde hier noch. Das ist ja auch schon. Hehehe. So. Lalalalalala. Rodewisch übrigens, sagen wir mal, bei uns in der Gegend. Daraus merkt man ja auch, dass er bei uns aus der Gegend kommt. Sagen wir mal, eine, ja, ich sag's mal so, Irrenanstalt. Da war oder ist eine. Jedenfalls wird das halt jedes Mal, wenn es heißt, ja, du kommst in die Irrenanstalt, hier in der Gegend heißt das nach Rodewisch. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, damit ich nicht nach Rodewisch komme, beende ich hier mal die Folge. Sag ein wahnsinniges Tschüss. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr noch einmal einen Daumen nach oben da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss. Ach, nochmal. Ja, na dann. Wahnsinnig dürfen da zweimal. Tschüss.